Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück zur IAI 2952 natürlich. Aussteller heute Aegis. Wir haben es gerade gesehen, Aegis Dynamics. Und da bin ich schon ein bisschen gespannt. Es gibt, glaube ich, bei Aegis nichts Neues, aber wissen tut man es natürlich nicht. Auf jeden Fall haben die einen Haufen sehr moderner Kriegsschiffe, ne? Also kleine Jäger, da fängt das an. Wird dann auch ziemlich groß. Da hinten sehen wir mal ein Beispiel für ein industrielles Schiff. Das dürfte, wenn ich mich nicht irre, eine Reclaimer sein. Vielleicht auch nicht. Wir gehen einfach mal nachschauen, was heute alles da ist. Hier vorne sehen wir auf jeden Fall Saber, werden da schon angekündigt, ne, die kleinen Jäger. Ein bisschen mehr auf Stealth und Hightech als Anvil getrimmt. Dafür ein klein bisschen weniger Panzerung meistens. Ja, interessante Kombination hier mit den Sabers und dann das, von dem ich glaube, dass es eine Reclaimer ist, mit der großen Kralle da vorne dran. Schauen wir auf den Plan, ganz genau, eine Reclaimer ist es. Dann haben wir in der Halle 5 die Vanguards, auch eine ganz wichtige Serie. Dann in Halle 4 die Retaliator und Eclipse. In Halle 3 die Hammerhead und die Gladius-Varianten. In Halle 2 die Avenger und die Redeemer. Letztes Mal konnten wir, glaube ich, in die Redeemer nicht rein, ne? Und es gibt keine Hologramme, doch, von der Nautilus und der Vulcan. Also auch das erstmal nichts Neues. Aber auf jeden Fall ein Blick wert, würde ich sagen. So, wir schauen uns den normalen Saber an. Der Saber Comet hat nur ein bisschen anderes Loadout und eine andere Lackierung. Aber der Saber, der, ja, das Schiff, das man meistens mit Aegis in Verbindung bringt, einfach ein leichter Jäger, glaube ich. Ich glaube, es ist noch kein mittlerer Jäger. Wir schauen einfach mal drauf. Auf jeden Fall mutet das immer sehr technisch an. Ein bisschen Stealth-Komponenten sind, wie gesagt, immer mit drin. Die Leute stehen hier immer richtig unhöflich davor. Hier, als Stealth-Fighter wird es einfach nur deklariert. Okay, gut. Kann man machen. Also leichte Stealth-Features hier nur bei dem Ding. Nichts Atemberaubendes, sage ich mal. Ich krabbel einfach mal rein. Ja, da fahren die Waffen zurück. Leiter kommt raus. Hier die Konsole klappt hoch. Klappt die Kanzel auch wieder runter. Kanzel klappt wieder runter. Ja. Und dann sitzt man hier drin. Und kann rausgucken. So sieht das Ding aus. Bei Aegis ist immer diese, was heißt immer, meistens, typisch ist auf jeden Fall diese dreieckige Form mit den ausklappbaren Flügeln. Ne? Das ist so ein Aegis-Ding eigentlich. Das ist so ein bisschen dem Firmenlogo nachempfunden. Das hat man ja bei Anvil auch so ein bisschen. Ne? Die haben immer so ein rundes Ding in der Mitte. Und bei Aegis halt dieses A ihres Firmenlogos. Ne? Das gibt immer so ein bisschen die Form der Jäger vor. Finde ich eigentlich ganz nice. Und dieses mit der hochklappenden Konsole, das ist auch typisch Aegis. So, da haben wir hier die Reclaimer, ein düsteres Schiff. Da war ich auch schon mal drin, auf jeden Fall. Müsste mal im letzten Jahr, würde ich vermuten, nachgucken bei der IAE. Riesige Kralle hier vorne, also das ist ein, wie heißt das, ein Verschrottungsschiff, ein Herbergungsschiff ist es ja nicht, ne? Das ist jetzt so für Salvaging, also ja schon irgendwie Bergung, aber halt, ja, wir nennen es einfach mal Verschrottung. Also ihr habt einen Schiffswrack irgendwo, ne, zieht es hier mit der Klaue ran, nehmt es dann auseinander, da vorne haben wir die Kanzel für diesen Salvaging-Laser, mit dem die Schiffe dann auseinandergenommen werden. Da drüber ist noch das eigentliche Cockpit.
Und wir sehen, dieses Ding ist einfach riesig. Von innen auch ziemlich erdrückend, muss man sagen. Es hat vier so einen großen Landestelzen. Ganz da hinten am anderen Ende der Halle ist dann die zweite. Auf dieser Seite. Und ich denke, der Fahrstuhl ist auch ganz hinten. Es müsste eigentlich, es wäre clever, hier vorne irgendwo noch einen Crewaufzug geben. Aber da bin ich mir gar nicht sicher, ob es den wirklich gibt oder ob hinten der einzige Eingang ist. Hier kann ich auf jeden Fall keinen erkennen. Ja, und da sehen wir auch jemanden stehen neben diesem Landefuß. Der ist halt wirklich haushoch. Das Schiff noch ein bisschen höher. Das ist bestimmt doppelt so hoch wie so ein Landefuß. Wir gehen uns das einfach mal anschauen. Irgendwo hier müsste doch so eine Art Eingang sein. Hier sehen wir auf jeden Fall schon mal einen von den Türmen. Also es ist bewaffnet, aber nicht super krass oder sowas. Ist halt kein Kampfschiff, sondern soll sich nur ein bisschen selbst verteidigen können. Und um das halt in seiner vollen Größe sehen zu können, muss man da schon irgendwie rein. Dann die Außenkamera benutzen. Ich dachte, hier wäre der Eingang. Scheint aber gar nicht der Fall zu sein. Doch, hier ist der Cargo-Lift zum Beispiel. Ich will es nicht mieten. Ich will eigentlich nur... man kann ja auch nicht von der Landestütze dahin rennen irgendwie, ne? Da sieht man noch Türme hier hinten. Okay, über diesen Cargo-Lift komme ich wahrscheinlich eher nicht rein. Das sieht nicht super vielversprechend aus. Ich dachte, hier ganz hinten wäre eigentlich der Crew-Lift. Aber ja, wie soll ich da rankommen? Da, wo dieses schwarze Ding ist, dachte ich eigentlich, müsste der sein. Und dann fährt man damit hoch. Hier haben sie leider auch keinen Pointer hingeschmissen. Hinten eine große Klappe scheinbar. Da weiß ich gar nicht, wofür die da ist, ehrlich gesagt. Da kommen vielleicht die Container hier mit dem fertigen Dings raus. Ne? Und dann fährt man da nach vorne irgendwie. Er lädt die da ab über diese Schienen. Ich habe so ein Ding noch nicht in Aktion gesehen. Leider. Ich könnte mir natürlich eins mieten und damit rumfliegen. Da fehlt mir aber leider so ein bisschen die Zeit im Moment für. Ansonsten wäre es bestimmt eine ganz spannende Sache. Hier, wo diese Lampen sind. Ich war eigentlich der Meinung, aber da scheint nur Cargo-Lift zu sein. Ich dachte, hier irgendwo wäre der Eingang tatsächlich. Ja, auf jeden Fall ist das Ding beeindruckend riesig. Ich glaube nicht, dass man sich ducken muss, um da reinzukommen. Da ist ein Pfeil dran. Wo führt er hin? Man weiß es nicht. Das hier gehört, glaube ich, schon alles zur Kralle, die ja ausfahrbar und artikulierbar ist. Ja, das hier gehört alles schon zum Krallenarm. Ja, also entweder ich bin zu dumm, um den Lift hier zu finden, oder das Schiff ist heute gar nicht betretbar. Schade eigentlich. Da hätte ich gern mal die Rundumsicht so ein bisschen gehabt. Na gut, dann vielleicht beim nächsten Mal wieder. Wie gesagt, ich war schon mal drin in dem Ding. Ich meine, das war letztes Jahr.
Und heute geht es scheinbar nicht. Gut, dann tappel ich mal hier zur nächsten Halle rüber. Mal gucken, wo die überhaupt ist. Da drüben sehe ich eine. Na, vielleicht fahren wir einfach da an. Und gehen dann im Uhrzeigersinn rum einfach. Fangen mit Halle 4 an. Wenn man uns hier nicht reinlassen möchte. Ja, schade, schade, Schokolade. Ich mache einen kleinen Cut und dann sehen wir uns gleich in Halle 4 wieder. Außer ich finde hier zufällig noch den Lift. Und da habe ich den Lift dann doch noch gefunden. Hier vorne ist er auch farblich markiert. Da oben blinkt es auch wunderbar. Also das ist so ein... jetzt fährt er ohne mich da hoch. Das ist so ein ganz kleines Ding hier einfach nur. Wo ist denn der Knopf dafür? Habe ich schon wieder keine Ahnung. Irgendwo wird er sein. Auf jeden Fall hat den gerade jemand zugemacht vor meiner Nase. Cool. Da kommt er wieder runter. Und ich habe echt keine Ahnung, wo der Knopf hier unten dafür sein soll. Ich steige einfach mal ein, auch wenn das Ganze jetzt ein bisschen unheimlich aussieht. Wie bedient man den Lift? Ich glaube, beim letzten Mal bin ich halt wirklich über den Frachtaufzug an das Schiff gefahren. Ja, da habe ich nicht den hier benutzt, sondern da bin ich wirklich hinten mit dem Frachtaufzug rein. Aber gut, hi. Da kommt man ja erstmal in so ein kleines Engineering-Ding an. Man kann da hinten sehen, wo hier wie der ganze Schrott zerkleinert wird auf jeden Fall. Und wir fahren einfach mal zum Main Deck hoch. Das Schiff ist halt nicht super gemütlich, ne, sondern hier überall so ein bisschen gepolstert. Immerhin, falls man mal hinfällt, kann ja passieren. So, jetzt muss ich mich kurz orientieren. Hier Turmzugang. Craftgen Room. Nach da oben geht es auch noch irgendwo hin. Ich will eigentlich nur einmal kurz auf die Brücke. Da sind die Escape Pods. Ja, hier ist das Tech Deck. Die Contamination. Ah, hier Crew Quartier. Alles ein bisschen neblig hier drin, so ein bisschen rauchig, dampfig irgendwie. Hier das Kapitänsquartier, da können wir einmal kurz reinschauen. Qualmt auch alles. Super ungemütlich. Also, ja, platzverschwendete Deluxe und dann nicht mal schön gemacht. Das ist absolut kein Schiff, auf dem ich mich wohlfühlen würde. Achso, hier drüben ist dann Crew Quarters, glaube ich, ne? Die sind so ein bisschen beengter halt mit Doppelstockbetten. Man kennt es zum Beispiel von der Javelin, die sehen ziemlich genauso aus. Da ist eine Luftschleuse, da ist eine Luftschleuse. Mach mal auf. Ach, das ist ein Fahrstuhl. Hier runter kommt man dann mutmaßlich wieder zum Tech Deck. Achso, und hier ist jetzt der Frachtaufzug, oder was? Ich bin also quasi zur falschen Seite gelaufen. Ja, wir scheinen ja auch schon ganz oben zu sein. Ja, also das Schiff, echt keine Schönheit, ne? Hier auch mit den Rohren, die hängen relativ niedrig. Kann man sich schön den Kopf dran stoßen, wenn man nicht aufpasst. Hier hinten Toiletten oder sowas. Docking. Ah, hier, der Docking-Collar. Okay, gut. An der Oberseite.
Leiter sehe ich jetzt gerade nicht. Aber ich kann ja auch nirgendwo weiter nach oben fahren, prinzipiell, ne? Also das Schiff ist, ich will jetzt nicht sagen, so schlimm wie Starfarer. Aber schon nicht cool. Na, hier kann man den Cargo-Lift bedienen, oder? Ah, da geht's zur Brücke nach unten. Okay, cool. Was ist denn das hier für ein Raum? Steht da was dran? Ah, der Drohnenkontrollraum. Klar, das ergibt Sinn. So, dann fahre ich hier wieder nach unten. Hier war ich noch gar nicht, glaube ich. Hier kam ich nicht her. Okay, cool. Ich habe mich doch klar, kam ich hierher. Also da ist der, dieser Schrottraum, ne, wo man halt gucken kann, wie schön der Schrott verarbeitet wird. Und von da aus geht es hier direkt nach vorne zur Brücke. Hier haben wir die Turmkontrollen. Hier ist die Brücke. Ach, das hier ist die Hauptbrücke tatsächlich. Was ist das hier? Pilot Seat? Ist das hier auch ein Pilot Seat? Nee, das ist der Claw Operator Seat. Oh. So, und von hier oben, ne, da sieht man schon, sieht alles sehr, sehr klein aus. Das kommt hier von oben runtergefahren, das Ding. Engage Safe Destruct. Ja, gut, nee, den Knopf benutzen wir heute mal nicht. Stattdessen gucken wir hier mal draußen vorbei. Ne? Da sieht das schon deutlich spinnförmiger aus von oben. Wenn man so die ganze Form mal erkennen kann. Hat halt nur vier Beine insgesamt. Zwei große, zwei etwas kleinere. Hinten diesen fetten Leib, wo halt der Schrott hingesammelt und verarbeitet wird. Türme sehen wir. Großen oben drauf. Ja, da müsste auch einer unten drunter hängen. Ach, der hängt wahrscheinlich hinten. Upsi. Hinten kleine Türme. Ne, da haben wir den oben schon entdeckt vorhin. Da ist so eine Andockschleuse. Hier haben wir unten kleine Türme. Also schön ist das Ding nicht. Aber groß. Verdammt groß ist es. Ah, das wollte ich gar nicht. Ah gut, okay. Hier gibt es nur eine Außenansicht. Und da können wir hier sehen, wie klein so ein Saber daneben einfach ist. Also der Unterschied ist schon ganz schön krass. So, jetzt steigen wir hier wieder aus. Können wir nochmal gucken, wie die Konsole hier nach oben fährt. Ja, die hängt dann da oben, senkt sich hier mit so einem Arm runter einfach. Also auch alles sehr industriell. Hätte man früher Aegis gar nicht zugetraut tatsächlich. Haben sie aber gemacht. So, und jetzt fahre ich hier einfach wieder runter. Falls ich den richtigen Aufzug finde. Warte mal, wir sind hier reingekommen. Dann sieht das doch hier. Emergency Ladder. Die führt nach oben. Genau, und dann ist hier einfach der Lift. Okay, gut. Also zur Brücke kommt man tatsächlich relativ schnell. Und dann fährt man hier so super gruselig runter irgendwie. Also gemütlich ist das Schiff nicht, ne? Ich würde mich da drauf, wie gesagt, nicht super wohlfühlen. Hey, viel Spaß damit. Ja, ich gehe mal nach zu Halle 4 rüber. Und dann sehen wir uns gleich dort.
So, da sind wir auch schon in Halle 4. Und schon fest, hier gibt es eine Retaliator, müsste das sein, und eine Eclipse. Da vorne gibt es einen leeren... Ja, so ein leeres Podest einfach. Das ist einfach nur eine Lampe, die, da haben sie so eine Lounge gemacht. Da gibt es noch mal Essen. Ja, ein bisschen Hunger hätte ich schon wieder, ein bisschen Durst auch. Hier vielleicht das schönste, aber auch eins der am wenigsten vielseitigen Aegis-Schiffe, die Eclipse. Mag ich total. Das Ding ist halt Hightech, man setzt sich da rein, ist komplett von Hightech umgeben. Das ist ein Stealth-Bomber, der hat Torpedos, 4 Stück glaube ich. Und man krabbelt halt hier rein, dann fährt die Konsole raus, richtig cool. Und dann geht hier die Kanzel wieder zu. Dann hat man hier wirklich nur diesen kleinen Schlitz zum Rausgucken, ne? Hat oben die Kontrollen und alles. Das Ding ist halt richtig, richtig hübsch, finde ich. Die Flügel klappen dann noch zur Seite, wenn man das Fahrwerk einzieht. Die Landestelzen, wie auch immer die heißen. Und dann sieht das Ding einfach mal richtig, richtig schön aus. Ja, aber es ist halt nur ein Bomber, ne? Man hat ganz kleine Kanonen irgendwie, die Torpedoschächte, der Torpedoschacht ist jetzt zu. Sonst würde man da irgendwie sehen, die Torpedos. Ja, da hinten die Retaliator, die ist auch ein Langstreckenbomber, aber nicht Stealth. Hat deutlich mehr Türme dran mit Kanonen. Hat auch Torpedos, wenn man das Torpedo-Modul dafür installiert hat. Muss man aber nicht. Genau, ich schau mal, ob ich hier... auf irgendwas zugreifen kann, vernünftig. Nee, kann ich tatsächlich nicht. Na gut, da krabbel ich wieder raus. Ja, also ein Stealth-Bomber, eine Person, kein Interieur außer diesem Sitz und dem sehr beengten Cockpit. Also was Kleines zu essen in die Tasche stecken und zu trinken auf jeden Fall. Und einen guten Anzug, der die Abfallprodukte, die körperlichen, dann gut recyceln kann. Ansonsten wird das relativ schnell ungemütlich da drin. Ja, hier haben wir diese Kanonen. Die sind, glaube ich, Größe 1. Und hier haben wir die großen Torpedoschächte. Ja, und ein sehr schönes Design, finde ich. Im Gegensatz dazu die Retaliator hier drüben, schon ein bisschen älter. Hat ein Innenleben, ist aber auch nicht schön. Ne? Ist schlauchförmig auf jeden Fall. Sehr beengt alles, also ein bisschen U-Boot-Atmosphäre hat man da drin. Und dafür soll es irgendwann nochmal Module geben, die man dann aufrüsten kann. Ne? Also in der Mitte zum Beispiel ein Frachtmodul gibt es schon, das Torpedomodul gibt es für die Mitte. Ja, dann soll es irgendwann nochmal so ein Touring-Modul dafür geben, ne, wo man dann Passagiere zum Beispiel transportieren kann. Das Ding hat einen Haufen Türme dran. Ich weiß gar nicht genau, wie viele das sind. Auch ein ganz nettes Cockpit auf jeden Fall. Wie alle Aegis-Schiffe. Ne? Also die Cockpits sind immer ganz in Ordnung, finde ich, bei den Teilen. Ja, und die Türme sind alle bemannt, also keine automatisierten, keine ferngesteuerten Türme. Alles bemannt. So, wir haben hier vorne 2 Türme auf jeden Fall. Dann haben wir hier hinten jeweils auf den Flügeln einen. Das sind schon mal 4 Türme und da müsste da unten irgendwie noch einer hängen. Ne? Das kann ich gerade nicht richtig sehen. Also es sind 5 Türme. Ich meine sogar, es müssten 6 sein. Aber keine Ahnung. Ja, das ist also Halle 4. Die Retaliator, ja, ist ein Schiff, das kann man auch als Frachtschiff, wenn man irgendwie ganz wertvolle Fracht hat und eine große Crew,
Also wo es sich ja auch lohnt, so eine große Crew zu haben für die Fracht, kann man das schon benutzen. Und ich schlender mal rüber zu Halle 5. Halle 5 gehört den Vanguards. Da ist auch das große Schild. Das sind vier an der Zahl. Sentinel, oh, jetzt muss ich gerade gucken, welcher ist. Das in der Mitte könnte der Warden sein, weiß ich nicht. Dann das dunkelgrüne da drüben ist, glaube ich, der Hoplite. Und dann bleibt hier vorne nur noch übrig die Variante, die ich gerade vergessen habe. Das sind Jäger für zwei Crew. Einer sitzt vorne, einer ist hinten in diesem Modul. Da können wir hier gleich mal reingucken einfach. Und die haben unterschiedlich spezialisierte Module. Harbinger, richtig, der Bomber. Hier vorne, ne, wir haben große Triebwerke. Bei dem Ding geht es um... Achso, diese Nasenkanonen hier, die sind fest verbaut. Die sind tauschbar gegen... Also da gibt es zwei oder drei Module, glaube ich, dafür. Sind tauschbar. Der Hardpoint darunter ist frei belegbar halt. Mit allen handelsüblichen Waffen. Und es geht um Redundanz bei dem Ding. Ne? Also die Komponenten hat man immer einmal links, einmal rechts gespiegelt. Und das ist ein Langstreckenjäger, ein schwerer, auch wenn er nicht so aussieht. Mit dem man dann halt irgendwo hinfliegt, ne? Dann hier zum Beispiel in dem Fall Torpedos abschießt und dann wieder zurückfliegt ein ganzes Stück. Deswegen haben wir hier drin auch Betten. Dieses Ding hier in der Mitte fungiert, glaube ich, bei allen Varianten auch als Fluchtkapsel. Ein Turm haben wir oben, ja, da könnte der zweite drin sitzen. Hier vorne das Cockpit, ganz einfach zu erreichen auf jeden Fall. Zip. Da sind wir schon. Und dann gucken wir uns das Ding einfach einmal von außen an. Hier den Harbinger stellvertretend. Da oben Turm drauf, der hier hat sogar Raketen, die Variante. Ah, okay, cool. Dann vorne, wie es aussieht, die... Was ist die Lasergeschütz-Variante? Möglicherweise. Na, die Flügel klappen dann natürlich aus, wenn man abhebt. Gehen so ein bisschen mehr zur Seite. Oder öffnen sich nur leicht. Ich weiß gar nicht, wie weit die zur Seite gehen. Also, nee, stimmt gar nicht. Ne? Diese großen Teile, wo die Motoren drin sind, die bleiben so. Die stellen sich maximal ein ganz kleines bisschen aus. Aber hier an der Seite, man kriegt es relativ schlecht eingefangen. Hier an der Seite, da sieht man Flügel, ne? Und die kommen halt komplett raus. Und dann kann man damit auch in Atmosphäre, könnte ich mir vorstellen, relativ gut fliegen. Habe es noch nicht ausprobiert. Ketten hinten zum Landen, auch ganz eigenartig irgendwie. Die Fahrwerkkonfiguration, vorne Räder, hinten Ketten. Aber gut. Ist auf jeden Fall ein sehr fähiges Schiff. Und da kann man sich dann halt seine Variante aussuchen. Später soll man die Module halt frei tauschen können. Hier die Torpedos. Da hinten Komponentenzugang zum Quantum Drive. So, hier drüben, das müsste der Hoplite sein. Das ist die Truppentransport-Variante. Da können wir uns noch mal ein bisschen angucken. Das sieht aus wie eine Manövrierdüse. Hier haben wir Ketten. Und hier hinten über diese Rampe kommt man immer rein. Einen anderen Einstieg gibt es hier nicht. Genau, Hoplite ist das hier. Da kann man also sechs Marines drin transportieren, nebst schweren Waffen, Ausrüstung. Passt hier alles rein. Also das hier eine Variante, die eigentlich nur auf kurze Strecke benutzt wird. Deswegen auch keine Betten für die Crew. Und sonst auch nichts. Wurde alles für diese Sitzplätze geopfert. Ja, genug Kopfhöhe hat man hier zum drunter durchlaufen auf jeden Fall. Das Schild zeige ich euch noch mal kurz. So, da haben wir hier den Warden. Das ist der... ja, die Standardkonfiguration, glaube ich.
Das ist eine Jäger-Variante mit einem Wohnmodul in der Mitte. Ich meine, das hier dürfte die Standardvariante sein. Hier Dusche, Toilette, alles da. Eine kleine Küche, ein Schrank für Waffen. Die Betten sind beide da auf jeden Fall. Eine Engineering-Station. Hier kommen Computer rein, vorne das Cockpit, ne? Und hier diese Komponenten, einmal links, einmal rechts. Falls man eine Komponente verliert durch Beschuss, hat man noch eine auf der anderen Seite. Also das Ding ist wirklich schon, auch für Kampfmissionen, ein Kracher. Es ist jetzt ein schwerer Jäger, damit nicht super manövrierbar. Ein paar Raketen sind dran, vorne halt die Geschütze. Das hier sieht aus wie kinetische Geschütze. Und dann haben wir hier drüben meine Lieblingsvariante, der Sentinel. Das ist eine EVOR-Plattform. Hat vorne, bin ich der Meinung, wie heißen die denn? Die EMP-Kanonen. Habe ich gerade vergessen, tatsächlich schon wieder, wie die heißen. Und das Ding sieht drin einfach super techy aus. Eine Toilette haben wir natürlich auch wieder mit Dusche und so. Betten haben wir, die kleine Küche haben wir. Und diese Engineering-Station und Munition und sowas wurde hier einfach ersetzt durch eine große EVOR-Station. Hier kann man Server-Blades reinschmeißen dann. Hat hier so eine, ja, eine Übersicht im Prinzip. Ja, stelle ich mir schon ganz cool vor. Könnte Spaß machen, damit rumzufliegen. Achso, habe ich euch vom Warden das Schild eigentlich gezeigt? Glaube nicht, ne? Das habe ich halt auch nicht gesehen. So, vom Sentinels Schild ist hier drüben. Ah, und vom Warden ist dort vorne. Vom Warden das Schild zeige ich euch auch nochmal. Also das Schiff macht auch einen richtig massiven Eindruck. Ne? Sieht halt aus wie so ein richtig bulliger, kräftiger Raubvogel quasi. Ja, wenn es so vor einem steht. Das ist schon auf jeden Fall krass, würde ich sagen. Das macht ordentlich was her. Vielleicht setze ich mich da nochmal ins Cockpit gerade. Mach da nochmal einen schönen Screenshot. Ich nehme euch einfach nochmal schnell mit. Weil das Ding halt wirklich krass aussieht. Und hier der in der Mitte ist halt auch richtig gut beleuchtet. Ups, das war der falsche Knopf. Ja, so sieht das Ding aus. Und dann laufe ich mal zur nächsten Halle. Und dann sehen wir uns da, würde ich sagen. Ja, die Wardens, ne, wir sehen es ja, du stehst im Weg. Wir kommen hier beide nicht weiter, wenn du nicht gehst. Ich kläre das mal mit ihm. Dann laufe ich in die nächste Halle und dann sehen wir uns auf jeden Fall dort, würde ich sagen. Ich habe gerade Halle 2 betreten und hier sind die Avenger zu Hause. Da gibt es auch ein paar Varianten. Ach, und die Redeemer auch. Die Avenger, ein, ja, ich würde jetzt nicht sagen Premium, aber ein bisschen teureres Einsteigerschiff. Ich würde sie noch als Einsteigerschiff klassifizieren, ist ein älterer Jäger auf jeden Fall und der hat einen kleinen Frachtraum, also so wie man sich die Cutlass eigentlich vorgestellt hatte,
ist das Ding hier. Und wir sehen hier direkt, man kann vorne einsteigen. Es gibt vier Varianten davon. Ich glaube, wovon eine nur eine Komponentenvariante ist und keine echte Variante. Schilder gibt es nicht, auch Schilder gibt es. Hier haben wir zum Beispiel, die sind ein bisschen schwerer an der Farbe zu erkennen. Der Avenger Titan, leichtes Frachtschiff haben wir gerade gesehen. Das ist die Standardvariante auf jeden Fall. Da kann man entweder vorne einsteigen oder hinten. Wir sehen vorne die große Kanone, unter den Tragflächen noch mal kleinere. Ein paar Raketen sind dabei auf jeden Fall. Ja, das ist der Weltraumpinguin hier, ja, weil der so schwarz-weiß ist und so ein bisschen wie ein Pinguin aussieht. Ich hoffe, ich kann das gleich mal zeigen. Und hier haben wir Platz für Fracht. Dann können wir da reinschmeißen. Rampe schließt relativ schnell. Und dann haben wir hier noch so ein kleines Compartment. Hier die Tür ist auch schließbar. Mit einem Bett, ein bisschen... Achso, hier war früher eigentlich so ein bisschen Storage drin. Das scheint jetzt anders belegt zu sein. Na gut, dann ist das halt so. Ja, ein Bett ist dabei auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was das hier für Zeug ist, was dahinter ist. Und dann kommt man hier zum Cockpit, also ähnlich wie beim Mustang Beta, nur dass man hier halt auch von hinten einsteigen kann. Ja, da sehen wir alles ein bisschen älter hier drin. Älteres Design, aber ja, das Ding ist auf jeden Fall noch komplett funktional. Ja, und da sieht man vielleicht so ein bisschen, ne, warum es der Pinguin ist. Von der Farbe her würde ich sagen, dass da hinten ist auch ein Titan, aber haben die hier wirklich zwei Titans nebeneinander gestellt? Das wäre unnötig tatsächlich. So, einmal aussteigen hier. Ja, durch die Kanzel kann man halt auch aussteigen. Wenn man halt hinten voll hat, kommt man da nicht mehr vorbei. Oder wenn man es eilig hat, weil man wegfliegen will oder sowas. Oder gerade angekommen ist, schnell raus muss. Ja, ein ganz hübsches Schiff auf jeden Fall. Ja, auch tauglich, ist nicht so teuer für ein Einsteigerschiff. Das ist, glaube ich, ein kleines Tickchen billiger als eine 300i, wenn ich mich nicht irre. So, hier haben wir andere Variante. Und das ist der Stalker. Auf Interdiction ausgelegt. Ich überlege gerade, ob der Stalker die Kopfgeldjäger-Variante ist. Wir werden es gleich sehen, wenn wir hinten reinschauen. Ja, genau. Das ist die Kopfgeldjäger-Variante. Waren wir doch so. Da haben wir statt den statt der Fracht hier an der Seite haben wir hier diese Kryo-Zellen. Ja, Kryo, weiß nicht. Aber es sind irgendwelche Stase-Zellen auf jeden Fall. Für Kopfgeldjäger ganz praktisch, ne? Also hier kann man 6 Gefangene drin transportieren. Eine praktische kleine Variante auf jeden Fall. So, dann gehen wir mal rüber auf die andere Seite kurz. Da muss ich euch hier nicht mitnehmen, es sei denn, ihr wollt hier die Redeemer von hinten so ein bisschen angucken. Aber über die reden wir einfach gleich. Hier haben wir die dritte echte Variante, meine ich. Das müsste die Warlock-Variante sein. So ist es nämlich. Mit einem großen EMP-Kern hinten drin. Den kann man sich auch angucken, ist kein Problem. Ich dachte, die hätten auch alle eigentlich leicht unterschiedliche Farben, aber haben sie nicht. Die Standardvarianten, also die drei Hauptvarianten, nenne ich sie mal, sind alle schwarz-weiß. Ne? Hier hinten läuft. Das heißt, du kannst irgendwo hinfliegen, einen großen EMP zünden und dann sind die Schiffe da erstmal wehrlos, weil sich sämtliche Elektronik entweder überladen oder Schutz abgeschaltet hat. Eine wunderbare Variante. Und dann haben wir hier einfach nur noch eine Variante vom Titan, also von der Standardvariante.
mit einem anderen Loadout und einem anderen Paintjob. Wunderschönen Blau-Gelb hier. Das sieht echt gar nicht so schlecht aus. Man kann es schwer erkennen bei der Beleuchtung. Die Beleuchtung doch etwas grell. Titan Renegade ist die Variante hier. Ja, ein bisschen erkennen kann man es, glaube ich, ne? Und da haben wir hier Daddy das Redeemer. Das war früher ein Schiff, das, also ein Gunship ist es immer noch, ne? Man sieht es hier unten an diesem Turm, auch um Bodenziele anzugreifen. Sehr gut geeignet. Konnte früher auch Marines transportieren. Ich meine, diese Eigenschaft hat es inzwischen verloren. Auf jeden Fall hat es ein sehr eigensinniges Design. Neben den ganzen großen Kanonen, ne, oben, unten, an der Seite. Also die Feuerkraft da drin ist einfach immens. Hat es hier diese Triebwerke, die klappen auf, wie so eine Schere. Hier ist die Linie im Prinzip, an der die aufklappen. Hier das große Scharniergelenk, wenn man so möchte. Er klappt dann auf, sieht dann ganz interessant aus im Flugprofil. Das Fahrwerk auch, das hat große Rollen und dann hinten nochmal so kleine Stützrädchen dran. Keine Ahnung, was das soll. Eine sehr lange, schmale Rampe. Früher war geplant, hier hinten so einen Lastenaufzug zu haben. Das wurde jetzt ersetzt mit einem beweglichen Turm, ne? Also der kann dann nach hinten fahren und sich da dann am Heck drehen. Und hier haben wir eine... Bist du eine Dusche? Ich hätte gedacht, du bist eine Dusche. Nee, das hier scheint Fracht zu sein, ne? Das sieht aus wie so eine Frachtplatte. Ja, es könnte ein kleiner Frachtraum sein. Vielleicht für Reservekomponenten oder sowas. Genau, die Dusche ist hier drüben. Ne, Standard. Mit Toilette, Waschbecken und allem drum und dran. Hier die Spinde neben dem Betten. Warte mal. Wo ist denn Spind Nummer 2? Achso, hier sind zwei angebracht. Ja, für viel Crew auf jeden Fall eine kleine Küche. Auch ganz praktisch. Und dann kommt man hier aufs Flugdeck. Über eine kleine Leiter. Und ja, hier kann man tatsächlich noch vier Marines reinsetzen. Nebst Waffen. Wo geht's denn hier hin? Ach, hier hinten ist der Komponentenraum. Okay, cool. Genau, und hier hinten hätte dann, glaube ich, eigentlich ursprünglich dieser Kran rauskommen sollen. Und das hier hätte ein Frachtraum oder sowas sein sollen. Also das Schiff war schon ganz cool designt. Er musste dann bei der Entwicklung so ein bisschen ein Redesign hinnehmen. Hier diese Teile sind, waren früher Antigrav-Generatoren, ne, damit man halt besser schweben kann. Ich weiß nicht, ob die jetzt normale VTOL-Düsen sind oder was auch immer. Sehen auf jeden Fall sehr fancy aus, genauso wie das Haupttriebwerk. Turmsteuerung hier, Turmzugang unten. Turmzugang oben kann ich euch gar nicht sagen. Ne? Hier ist, wird ja, glaube ich, gesteuert, der Turmzugang. Der Turmzugang oben, wo ist denn der? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Mal dann hier Cockpit für einen einzelnen Piloten. So ein kleines Fenster für Landung, ne, oder zum Sichten von Bodenzielen hat man hier. Da haben wir den fetten Turm, die Geschütze hier links und rechts sind Piloten gesteuert, ne? Den unteren Turm, da haben wir den Zugang gefunden. Beim oberen, der ist hinten, der muss ja im Komponentenraum oder kurz davor sein. Da gucken wir gleich nochmal nach. Und die beiden Remote Gunner, ne? Die Sitze hier hinterm Piloten, haben wir einmal den vorderen. Und dann hier hinten den, wenn ich Energie anmache, dann fährt er auch nach hinten raus. Und da sieht man auch noch, ich konnte es nicht zeigen.
Da sieht man auf jeden Fall noch am Ende dieser Schiene, ne, diese Klappe, wo eigentlich die Fracht dann hätte reingeladen werden sollen, über diesen Turm, der sich da oben auf der Schiene bewegt hätte, wo jetzt noch der Turm ist. Ja, auf jeden Fall auch ein cooles Schiff, ne, ein Gunship, also wenn man hier zu viert ist irgendwie, oder zu fünft muss man glaube ich sein, ne? Es gibt nur vier Betten, aber um alle Türme gleichzeitig zu bemannen, muss man zu fünft sein. Turmzugang. Ja, wenn man da Bock drauf hat, ne, da hat man hier eine richtig schöne Waffenplattform. Da ist der hintere Turmzugang. Also ein Schiff, das bestimmt auch Spaß macht, wenn man sich auf Bounty Hunting oder halt Söldnermission spezialisiert hat. Wo kann ich hier Essen klauen? Ich glaube, hier kann ich Essen klauen. Da nehme ich mir einfach was mit. Was haben wir denn hier? Man weiß es nicht. Kann ich es trinken? Bier gibt es auf jeden Fall, ne? Hier Saft gibt es, also es gibt hier einiges. Ich will ein bisschen Wasser gönnen, wenn die das hier schon kostenlos verteilen, praktisch. Ja, wir sehen uns in der nächsten Halle, würde ich sagen. Habe ich die andere Flasche runtergeschmissen? Nee, habe ich nicht. Und ich weiß gar nicht, was müsste da noch auf uns warten? Wir werden es sehen, wenn wir da sind. Halle 3, ich meine, das müsste schon letzte Halle sein, genau. Gladius und die Hammerhead. Ja, und dann fehlen nur noch die beiden Hologramme unten im Keller. Also Gladius, ein etwas älterer, leichterer Jäger von Aegis im Vergleich mit der Saber, hat auch keine Stealth-Funktionalitäten. Und die Hammerhead halt ein Jägerabwehrschiff, quasi, ne, als Escortschiff zum Beispiel für größere Schiffe gedacht. Da ist ganz cool, dass die Brücke tatsächlich unten ist. Oben hat man so ein, ja, Docking-Ding, ne, für Interaktion zum Beispiel. Gladius, ein leichter Jäger. Älteres Design auch, ne, sieht man auch. Aber auch schon ganz hübsch, das Ding. Super schnell, super wendig auf jeden Fall. Gibt es da kein Schild dazu? Doch, hier gibt es ein Schild dazu. Ich steige auch einfach mal ein kurz, dann können wir uns das angucken. Und das ist bei Aegis halt wirklich schön, ne? Wie sich das immer alles öffnet. Und dann setzt man sich rein und dann kommt es alles dichter, schließt sich wieder. Ja, hier oben diese Bobbel, ne? Das sind die Sprengsätze für den Schleudersitz, damit man halt nicht mit dem Kopf durch die Kanzel stoßen muss, sondern die möglichst schon kaputt ist, wenn man da ankommt. Da sehen wir da im Hintergrund auch so ein bisschen die Hammerhead. Mit Unmengen von Türmen. Ja, diese Vierlingstürme auf beiden Seiten auf jeden Fall sind da das Hauptverkaufsargument für dieses Schiff. Und die sind halt klein genug, dass sie sich noch schnell auf Jäger ausrichten können. Ups, runtergesprungen. Auf Vorbeifliegende. Und ein Feature von dem Ding kann ich mal noch zeigen. Vielleicht gehe ich auch einfach mal kurz rein. Es ist vom InDesign her schon ganz funktional eigentlich, weil alles ausgeschildert ist einfach. Das ist schon mal gut, aber ansonsten das Layout gefällt mir auch nicht wirklich, muss ich sagen. Aber es gibt hier einfach diesen Innenhof,
nenne ich es mal. Mit Fenstern. Wo man sich gegenseitig zuwinken kann, von einer Schiffsseite zur anderen. Also da, das ist so ein kleiner Schwachpunkt bei dem Ding, finde ich. Dieses Design. Dann, wie gesagt, ich glaube, ich werde nicht reinkrabbeln. Die Türme hier auf den Seiten. Darum geht es eigentlich bei dem Schiff. Dass man diese Vierlingstürme hat. Die fahren dann hier so ein bisschen weg. Einfach von dem Schiff, wenn man drin sitzt. Ne, haben dann natürlich eine Tür als Luftschleuse auf beiden Seiten. Fahren ein bisschen weg. Und dann haben die einen sehr großen Freiheitsradius. Die sind da sehr beweglich. Davon gibt es vier Türme. Und die machen ordentlich Autsch, wenn die sich auf ein Ziel ausrichten. Na, oben drauf haben wir hinten noch einen Turm gesehen. Und dann hier die Brücke. Die ist wirklich ganz cool, weil man da hängend drin sitzt. Und man hat hier halt überall Glasboden und man kann dann hier quasi nach unten schauen und nach vorne und zur Seite. Die Sitze hängen da drin und sitzt so ein bisschen. Scheibe spiegelt ganz komisch. Verzerrt alles so ein bisschen. Ja, auf jeden Fall hat man da zwei müssen es sein, hängende Sitze ganz vorne am Schiff. Interessante Perspektive auf jeden Fall. Und dann dieses Docking-Boarding-Konstrukt da vorne. Das habe ich auch schon mal ausführlich von innen gezeigt, auf jeden Fall. Könnt ihr euch anschauen und ich wuse immer runter zu den Hologrammen. Wir schließen den Tag heute also mit zwei Hologrammen ab. Das hier sieht schon mal aus wie ein Nautilus, ein Minenleger und Räumer. Ja, so ist es, die Nautilus. Ich glaube, wie ist denn das? Vorne werden die eingesammelt, hinten rausgelegt oder irgend sowas. Ne? Also ich glaube, hier vorne diese Teile sind Kanonen. Das ist ein Turm. Und ich dachte, da müsste aber auch die Minenräumeinrichtung sein. Aber es sieht schon aus wie eine Kanone, oder? Ja, vielleicht ist es auch eine Minenräumeinrichtung. Man weiß es nicht. Ja, was auf jeden Fall ungünstig angebracht ist bei dem Ding, sind diese Seitentürme. Denn die können nicht nach hinten schießen, ne? Die können nach vorne schießen. Aber sobald man sich hier so schräg hinterm Triebwerk quasi versteckt, können die einen schon nicht mehr erreichen. Also man braucht auf jeden Fall eine Eskorte. Und dann haben wir hier hinten die Minenlegeeinrichtungen. Da ist noch ein Raketenturm drunter. Okay, dann wird es vorne wahrscheinlich auch ein Geschützturm sein. Und hier haben wir die Minenlegeeinrichtung. Das müsste eigentlich hier unten das Ding sein und hier oben das. Hier an der Seite weiß ich gar nicht, was damit auf sich hat. Da könnten auch Minen rauskommen, theoretisch. Kann ich aber nicht genau sagen. Ja, also zwei Türme auf den Seiten, einer vorne scheinbar, einer hinten. Die Brücke hier oben. Oder das Cockpit. Da bin ich schon gespannt, wie das Ding dann live aussehen wird tatsächlich. Und das kann verschiedene Minen legen. Also da gibt es welche mit Annäherungssensor. Dann gibt es Verfolgungsminen. Es gibt Minen, die Geschütze drauf haben, die sich dann einfach aktivieren, wenn jemand in die Nähe kommt. Aber halt auch, kann nur Minen legen und räumen. Mehr kann das Ding nicht. Und dann haben wir hier die Vulcan, ein Versorgungsschiff. Hier vorne das Cockpit, ne, sieht so ein bisschen aus wie von Argo geklaut tatsächlich. Also das Außendesign, zumindest das Cockpit, ne, sieht genauso aus wie Argo. Die Farben sind halt anders. Das Teil hat Drohnen drin zum Betanken, zum Reparieren, zum
Munition auffüllen, hat ganz große Tanks innen drin. Beziehungsweise unten dran, der liegt frei. Oh, das wusste ich auch gar nicht, dass er frei liegt. Um andere Schiffe zu versorgen, ne, hat einen relativ großen Frachtraum hinten dran für Munition, Ersatzteile und so weiter und so fort. Und da vorne die Brücke, von wo aus alles gesteuert wird. Außer die Drohnen, glaube ich, meine, da gibt es nochmal ein extra Steuerpult innen drin. Ziemlich leicht bewaffnet, das Ding. Aber da scheint Aegis halt eine Marktlücke erkannt zu haben für den militärischen und paramilitärischen Markt. Ein Versorgungsschiff. Da ist es. Da bin ich auch gespannt, wann diese Variante auf den Markt kommen wird. Lassen wir uns überraschen. Morgen sind dann auf jeden Fall die kleinen Alien-Schiff-Aussteller und Alien-Schiff-Nachbau-Aussteller dran. Da freue ich mich schon richtig drauf. Ich hoffe, da ist was Cooles dabei. Die Gattak Raylan zum Beispiel. Ein wunderschönes Schiff. Reden wir morgen drüber. Für heute war es das auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, bis dann. Ciao.